Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zurück bei Schatten des Krieges, Shadow of War. Ja, es ist schon wieder ein Weilchen her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Und wir müssen erstmal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Wir haben, ja, das fängt ja schon mal gut an, wir haben hier einen Auftrag zu erfüllen. Dieser Auftrag ist abgeschlossen. Du hast zusammen mit Baranor die Schlacht nach Mordor gebracht und Saurons Armeen mit Angst erfüllt. Sehr gut. Wo ist denn die aktuelle? Hier verfügbar in Cirith Ungol. Das ist ja bei uns ganz in der Nähe, glaube ich. So. Kankra kann uns Saurons Schwäche zeigen. Wir brauchen sie. Aber um welchen Preis? Na gut, das ist mir egal, um welchen Preis. Hör mal, wir haben ja was zu verlieren. Deswegen muss ich jetzt zurück zum Tor des Verräters. Wir können hier Wheel Up, genau war das. Um mal ein bisschen schneller. Warum läuft sie nicht? So, genau. Ich muss erst wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Es ist, wie gesagt, schon einige Zeit her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. So, was ist hier los? Schleicht da jemand umher? Nein, da schleicht gar keiner umher. Zack. So, du musst erst wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Wie gesagt, ich muss mir angewöhnen, mal ein bisschen länger zu spielen. So. Ja, komm, Leuchtfeuer, scheißegal. Wir versuchen jetzt erstmal ganz schnell zum Auftrag zu kommen. Ja, der Feind schlägt Alarm, halt ihn auf. Nö, keine Lust. Das machen wir ein andermal. Wir müssen mal gerade gucken. Wo laufen die alle hin? Der Tag! War da hoch? Andere Frage, sind wir hier überhaupt richtig? Wir müssen hier hin. Das heißt, wir könnten hier vorbeilaufen. Hier ist Rug der Knochenlecker. Auch sehr schöne, nette Bezeichnung für einen Ork. Und da müssen wir hin. Mhm. Okay, da sind mir aber zu viele Gesichter. Guck mal, wie viele das sind. Wir versuchen es mal in die andere Richtung. Nämlich da so lang. Vielleicht ist hier weniger los. Ja, guck mal, das sieht doch schon viel besser aus. Und da oben können wir noch so, wie heißt dieses, wie hieß nochmal dieses, dieser Gegenstand, den wir bekommen haben, den kriegen wir hier oben auf jeden Fall. So, wir kommen hier erstmal ein paar Pfeile. Und da, das meinte ich. Wie hieß das nochmal? Aufsammeln. Gondorianische Artefakte, genau, das war der Name. Was ist... Für Orks ist Grog ein starker Trank für ihre Mägen, aber auch Medizin für ihre Wunden. Und so brennbar, dass er sogar als Treibstoff für ihre Kriegsmaschinen taugt. Wenige Gondoraner wagen ihn zu trinken, aus Angst sich zu benehmen wie Orks. Dennoch lohnt es, ihn zu untersuchen. Baranor hat Ideen zu einem Gift, das in Grog gemischt den stärksten Ork lähmen oder sogar töten kann. Okay, wir haben einen Grog gefunden, ein gondorianisches Artefakt, 3 von 11 erlangt. Und ich glaube... Dieser Grog riecht widerlich. Doch für einen Uruk ist das Ambrosia. So, hier mal ganz schnell vorbei an den Ghouls. So, und hier ist der Auftrag. Wir starten Tor des Verräters. So, Tor des Verräters. Minas Ithil steht kurz vor dem Fall. Kankra kann vielleicht helfen, doch um welchen Preis? Wir starten diese Mission. Ich muss noch mehr sehen. Ich weiß. Wenn du das Schicksal Saurons kennst, zeig uns seine Schwächen, damit wir ihn bezwingen können. Dein Verständnis ist begrenzt. Nichts würde ich lieber sehen als seine Qualen, wie er sich vor mir windet. Doch meine Augen richten sich auf das Schicksal von Mittelerde. Dann gib zurück, was du mir gestohlen hast. Und ich bringe dir Sauron in Ketten. Wieso sollte ich, Ringschmied? Du und Sauron seid eins. Ist es das, was du wolltest? Wahrheiten und Rätsel? Sie ist nicht unsere Verbündete. Deine sicher nicht. Komm, Talion. Sieh durch meine Augen.
Ihr Untergang kommt von innen. In Minas Ithil gibt es einen Verräter. Doch wer? Zweifelst du an ihr? Ihre Visionen wurden wahr. Wir haben es beide gesehen. Dann kämpft Minas Ithil einen Krieg an zwei Fronten. Oh je. Halt, leuchtender Herr! Wir wissen, wie man den Verräter findet. Führ uns zu ihm. Ein Häuptling schickt einen Boten zu ihm. Wir zeigen euch den Boten. Folge Gollum ist unsere nächste. Seht ihr, die dunkle Herrin bietet ihre Kleinen an. Ein Nest voll mit ihren Kindern. Weckt sie auf und seht zu, was sie tun. Okay, wir folgen weiterhin Gollum. Sind die jetzt auf unserer Seite? Wir haben diese kleinen Spinnennester, haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Alter, wie geil das hier einfach aussieht, ey. Ist doch egal. Das stimmt. Hast du das gehört? So, wir müssen jetzt hier kurz kämpfen. Ah, guck mal, die Spinnen, die helfen uns. Wie krass. Schöne Hinrichtung. Nice. Zack. Die Kleinen stechen zu, aber sie töten nicht. Ein tiefer, tiefer Schlaf. Sie kommen zurück, wenn niemand hinsieht. Und bringen Orks zurück zur dunklen Herrin, damit sie verschlingt. Ein schreckliches Schicksal. Was unsere Feinde fürchten, ist für uns von Wert. Da, das ist der Bote. Folgt ihm und er führt euch zu seinem Meister. Ab jetzt gehen wir allein. Versteck dich, Gollum. Ich weiß nicht, ob wir dem Gollum trauen können. Wir gucken erstmal. Ach, guck mal da. Jede Menge lustige Freunde. Wir haben einen neuen Auftrag, nämlich folge dem Boten, ohne den Alarm auszulösen. Und wir dürfen uns dabei nicht entdecken lassen. Ich glaube, das ist schon schwierig genug. Aber ich glaube auch, dass wir das irgendwie hinkriegen. Also, da sind jede Menge. Guck mal. So, kämpfen die jetzt für uns? Nur mal kurz abwarten, was passiert. Ich könnte mich ja mal kurz da hinten im tiefen Gebüsch verstecken. Und das Ganze ein bisschen beobachten. Ne, da passiert erstmal gar nichts. Schade. So, da ist noch ein lustiger Herr, der uns wahrscheinlich sehen würde. Wenn wir jetzt einfach die Mauer hochklettern. So, deswegen holen wir uns die jetzt einfach so von hinten. Und die Spinne ist da. Also die sind bei uns in der Nähe. Ich gucke mal schnell. Luft rein. Das heißt, wir klettern mal ganz schnell hier hoch. Und sind jetzt drin. So, da ist ein Varge. Schieß auf Fässer, um sie zum Explodieren, um sie explodieren zu lassen. Alles klar, wir gucken erstmal, was da oben ist. Ist da jemand drin? Oh ja. Zack. Ist da jetzt jemand gesehen? Ah, da hinten. So. Den haben wir erledigt. Und die Bogenschützen müssen mal vorsichtig sein. Auch guck mal, da oben ist auch noch einer. Und die Frage ist, wo müssen wir hin? Ich habe Wichtiges zu tun. Ich treffe den Menschenbrecher. Ich komme vom Verräter und habe wertvolle Informationen für ihn. Ich war dir nicht im Weg. Und wenn du sowas Wichtiges zu tun hast, warum? Grisha.
Grisha, der Bemalte, ein mystiker Stammschlechter. Er ist feuerfest, das ist schon mal gut. Entzürnt durch Festnageln, erweiterte Klasse Schlechter, dreifacher Angriff, lalala. Schwächen haben wir natürlich noch keine Informationen drüber gefunden. Und jetzt bin ich mal gespannt. Der läuft jetzt weiter. Wir sollten, da wir uns nicht entdecken lassen sollen, sollten wir aufpassen, dass auch hier so Häuptlinge uns nicht sehen. Das wäre nicht so schön. Immer schön geduckt bleiben. Und oben halten am besten. Und eventuelle Gefahr halt. Ups, das war dumm. So, wir müssen da hinten hin. Die Frage ist, wer kann uns alles sehen? Zack. Der kann uns nicht mehr sehen, alles klar. Wir müssten eigentlich darüber, aber ich glaube... Oh! Das war nochmal knapp. Den habe ich nämlich nicht gesehen. Wir könnten auch mal hier so ein bisschen was machen, ne? Ablenkung, guck mal. Sehr gut, da sind die Waage nämlich aktiv und die anderen sind ein bisschen abgelenkt. Und wir können vielleicht ganz... ganz ungeniert da um das Dach klettern. So, Vorsicht, da sind die Nächsten. Keine Elbengeschosse mehr, das ist natürlich nicht so gut. Und da hinten steht auch noch einer. Mir egal wen oder was, ich bin aufgeschlitzt oder so oder so. Hm. Und der junge Mann, den wir eigentlich suchen, ist da unten. Der läuft jetzt da unten rum und ich habe keine Ahnung. So, pass mal auf, wir haben da ja noch. Da sind keine Pfeile mehr. Scheiße, wir haben null Pfeile. Wichtige Neuigkeiten für den Häuptling! Ich hab gerade den Bleichlautverräter getroffen! Ich soll dem Anführer was ausrichten! Halte lieber deine Klappe und beweg dich! Der Menschenbrecher wird dich häuten, wenn du es jedem erzählst! So, da ist er. Haben wir jetzt das geschafft, Folge dem Boten ohne Alarm auszulösen? Haben wir das geschafft? Eines Tages bin ich. Guck mal da. Jetzt bin ich gespannt, ob die Kankras spielen, ob die das alles schaffen, ob die alle töten können. Ekelhaft. Wir schauen uns das Ganze mal an. Oh. Das war knapp. Da war auch ganz wichtig. So, ich habe keine Ahnung, wir müssen da hin. Vielleicht sollten wir einfach hier so diesen Weg mal probieren. Nein! Oh! Da, was macht der? Ich will eigentlich auf das Seil drauf springen, aber nö. So, wir gehen mal ganz nach oben. Guck mal da oben, was da oben fliegt. So, da müssen wir hin. Der nächste Punkt ist, wie kommen wir dahin? Da ist noch so ein doofer Ritter. Zack. Den haben wir auf jeden Fall elegant beseitigt. Und hier laufen einfach zu viele Orks rum. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So, vorsichtig. Und schon sind wir oben. Menschenbrecher! Der Grabwandler ist hier und hinter mir her! Ich hab nichts über den Verräter gesagt! Glaub! Scheiße! Wie oft hab ich es euch gesagt? Redet niemals offen über den Verräter! Nehmt euch diesen erbärmlichen toten Trottel als Beispiel!
Die nächste Made, die das Wort Verräter in meiner Nähe auch nur flüstert, endet noch schlimmer! Heieiei, und wir müssen jetzt den Häuptling besiegen. Guck mal, da unten, da sind Spinnennetze. Die machen wir uns mal zunichte. Zunutze. So. Hast du schon mal das dürre Ding aus Haut und Knochen hier rumlaufen sehen? Bevor wir das machen, holen wir uns erst den, denn der könnte, ist ja auch eine potenzielle Gefahr. Besiegen wir den Häuptling. Guck mal, der hat oben eine Anzeige, wie stark er ist. Und ignorier ihn einfach. Zu dürr zum Essen. Zu schwach als Bedrohung. So. Wir haben einmal das Spinnennetz. Jetzt bin ich gespannt, was da passiert. Und der Häuptling ist Level 17, ist natürlich echt stark. Und wir machen mal folgendes. Wir visieren ihn mal an. Was kann er denn? Anfällig für Schleichen. Wow. Hier, Schwächen. Furcht vor Brutalitäten. Und er leidet Schaden durch Fernkampf, er leidet Schaden durch Hinrichtungen, er leidet Schaden durch Explosionen. Sehr gut, sehr, sehr gut, dass wir das wissen. Schleichen. Das heißt, wenn er uns nicht entdeckt hat, haben wir eine gute Chance. Brutalitäten, das heißt, ist ja hinrichten. Ist auch gut. So. Eine Leiche. Einer von uns. Oh. Wo kommt der denn jetzt her? So. F. So, einen hat's gekostet. Wir gucken uns mal kurz mit der Geistersicht um, wo wir noch was explodieren lassen können. Was ist denn da? Nix. Okay. Wie könnten wir den jetzt besiegen? Verdammt! Wer hat uns gesehen? Sollen wir einen Pfeil einfach auf ihn jagen? Hier hoch? Nur mal so gefragt. Ich frag nur mal so. Ah. Können wir auf ihn drauf springen? Neuer Feind, Schildträger. Schildträger wehren Frontalabgriffe ab und müssten von hinten angegriffen werden. Alles klar. Besseres zu tun, als mit Vögeln zu tanzen! Umzingelt ihn! Du Made! Und du bist wohl hier, weil ich diesen kleinen Überläufer in Minas Ithil hab. Tja, von mir erfährst du nichts. Ja gut. Dann würde ich mal sagen, laufen wir mal davon. Au, au, au! Kommt schon. Nein, wir haben keine Elbengeschosse mehr. Fuck! So, ich will mal den ja so holen. Komm. So, jetzt geht's hier mal schön. Paar auf die Schniss. Zeit für eine Tat! Ruhige! Alter, aufgeschlossen, was haben wir hier? Wir müssen aufpassen, der zieht uns ganz schön ab. Verdammt! Wir sind fast tot. Oder so. Es sind keine Ratten da. So, und ich glaube, er hat den Fokus verloren nach uns. Ugh.
mit dir, du Nichtsnutz! Zeit für eine Tracht, Prügel! Den müssen wir doch irgendwie wegkriegen. Komm schon! Blute! Alter! Nein! Fuck, zu früh. Scheiße. Selbst mit den Gondoranern an deiner Seite fällst du. Das ist kein gutes Zeichen für Minas Ethil. Auftrag fehlgeschlagen, Grund, du bist gestorben. Wir versuchen es erneut, aber erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns bis dahin. Lass mal gerade noch laden, wo wir rauskommen. Fuck. Warum mitten im Kampf? Was? Und du bist wohl hier, weil ich diesen kleinen Überläufer in Minas Ethil hab. Tja, von mir erfährst du nichts. Rasch. Ja, ja, komm. So, hier. So, wir unterbrechen kurz die Sendung für eine Dauerwerbesendung. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.